herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Icarus, fünftes Beta-Wochenende. Mit dem Wüsten-Update. Ich hoffe, da kommen wir auch bald mal hin. Aber wir haben ja noch 3 Folgen. Ich habe hier nur gerade... ...jemanden rumstreuen sehen. Ich habe mich auch im Off gerade wieder mit dem Bär geprügelt. Und ja, bin deswegen auch noch ein bisschen angeschlagen. Aber geht schon wieder. Mittlerweile bin ich gut im Verarzten. So. Und also das ist wirklich, man merkt das, am Anfang, wo ich gestern hier angefangen habe, hatte ich kaum Wölfe und so gut wie keine Bären. Und mittlerweile sind die wirklich, kommen die im Minutentakt hier oben runter. Also die spawnen da oben, sowohl die Wölfe als auch der Bär. Und dann kommen die langsam hier runtergelaufen. Was ich nur sehr schön finde ist, man kann denen auch wirklich beim Jagen zugucken. Also die Wölfe reißen zum Beispiel auch hier die kleinen Ziegen und sowas. Also das ist schon sehr, sehr nice. Ja. Kann man nicht anders sagen. Wenn man dann zur rechten Zeit kommt, hat man sogar 2 Leichen. Einmal die vom Wolf und einmal die von der Beute des Wolfs. Aber ihr seht ja, so geht das hier permanent. Deswegen habe ich auch so Unmengen an Fleisch. Was ist los mit dir? Renn mal andere Richtung. Komm. Komm. Halt nicht. Dann renn halt gegen den Berg. So. Wie schaut's aus? So, ich habe jetzt im Off auch alles schon angeschmissen. Sowohl, das Biofuel. Habe auch noch mal ein bisschen Fasern geholt. Dann war auch wieder Nacht. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir bald wieder irgendein Wetter-Event kriegen. Alter, ich habe Fleisch. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem Fleisch. Ja gut, können wir aber auch Biofuel draus machen, habe ich festgestellt. Sowohl aus gebratenem als auch aus rohem. Und, ups, falsche Kiste. So, und zwar habe ich hier das Teil, den Komposter. Und, ihr seht, das ist jetzt halb voll erst. Das ist schlecht. Ich weiß halt nicht, wie viel Biofuel wir brauchen. Muss das ganze Ding voll sein? Oder wie oder was? Also ich habe jetzt quasi die Biofuel-Kanne hier reingepackt. Und ihr seht, sobald das alles drin ist, also wenn man die Kanne rausnimmt, geht's nicht. Die Kanne muss schon hier drinnen liegen. Damit das Ganze funktioniert. Aber wir können es ja auch gleich mal probieren mit einer halbvollen Kanne. Also, der zieht ordentlich was durch, der Kerl, ne? Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir bald wieder Wetter kriegen. Weil schon lange kein Wetter mehr war. Schade, dass man hier draus kein Fuel machen kann. Ne, aus Leder nicht. Aus Holz, aus Fasern, aus Stöcken, aus gebratenem Fleisch. 5 gekochtes Fleisch und 2 rohes. Okay, also ist das rohe doch besser. Zumindest für Biofuel. Naja, wir gucken gleich mal, ob das reicht. Wir lassen das jetzt nochmal durchlaufen. So, dann brauchen wir die Biofuel Drill. Richtig.
Ja, ich hab eine Ahnung. Ah. Must snap. Okay, gut, also das Teil. Krieg ich das denn jetzt wieder weg? So. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hinten hin. Und machen das wenigstens schon mal. Ja, also ich kenne mich hier mittlerweile in der Höhle und hier unten in diesem ganzen Stück schon aus, als wäre es, ja, meins. Also ihr seht, das ist Platin, Titan und Aluminium und so ein Kram, den habe ich halt nicht abgebaut, weil ich dafür wahrscheinlich Stahlsachen brauche. Was ist immer laut hier in dem Wasser? So. Ah. Und jetzt? Ach. Ach, guckt. Es funktioniert. Boah. Ich hoffe nur, der Kraftstoff reicht. Ich hoffe echt, der Kraftstoff reicht. Prozent Hammer. Yes! Okay, you cleared it. Nice work. Time to get the hell out of the underground. Oh, ist das Eisen? Muss ich leider mitnehmen. Ja, ich habe wieder Lungenentzündung. Manche Sachen kriegt man einfach nicht weg. Egal wie sehr man sich bemüht. Jetzt. So. Super. Oh, hier gibt es aber noch Eisen in rauen Mengen. Okay. Unser Eisenproblem ist gelöst. Wir sind in der Wüste. Something livable. Guess the joke's on us. Get yourself to the scanning zone and keep your eyes open. You're off the edge of the map out here. Die Frage ist, wo ist die Scanning Zone? Und wir haben ja das Teil auch gar nicht mit, ne? Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir da gebaut haben, weil hier kommen wir immer schnell wieder zurück. Weil wir sollten uns jetzt ja erstmal ein bisschen ausrüsten für die Wüste. Oh, Silizium brauchen wir auch. Das habe ich erst weggeschmissen, weil ich so viel davon hatte, dass ich nicht mehr wusste, wohin damit. Weil ich das auch abgebaut hatte zum Leveln. Hier kommt man jetzt nicht näher ran, wegen der hat eine ganz komische Kollisionsanfrage, das Spiel. Und ja, und so kann man dann manche Sachen gar nicht ganz abbauen. Sehr, sehr nice. Wir haben es geschafft. Wir haben schon mal wir sind schon mal ein Zweiter. Was ist das? Titan. Okay. Wir haben überall noch Eisen, das ist gut. Eisen in rauen Mengen.
Hier haben wir uns jetzt durchgebohrt. Nice. Das war nice. Das hat Spaß gemacht. So, wir gehen aber jetzt erst noch mal kurz. Ich würde auch gerne wieder die kleine Butze mitnehmen, ihr wisst. So. Puh. So. Das Problem erfolgreich gelöst. Biofuel Can. Sollen die noch mal ein bisschen... Die ist komplett leer jetzt. Really? Oh je. Okay, so, wir sollten uns jetzt mal vorbereiten. Brauchen wir... tragbares Mikrowellenbodenradarsystem. Gut. Wir nehmen das Teil mal mit. Dann nehmen wir... alle Beeren mit, die wir haben. Wasserschläuche. Das lassen wir hier. Silizium und Stein kommt da rein. Eisen kommt da rein. So, dann... ihr wisst... ihr kennt das. So. Das Hammer, das Hammer, das Hammer, das Hammer. Essenhammer, Verbändehammer. Okidoki. Dann Wasserreserven nochmal auffüllen. Keine Sorge, ich habe über 500 Kohle. Klimper immer wie so ein Weihnachtsbaum. Das Komische ist, ich kann nach dem Tod und was, Luft, Luft, Luft. Luft brauchen wir unbedingt. Ersatzluft. So, beide Schläuche voll. Neue Luft, alte Luft nochmal auffüllen. Brauchen wir auch ganz dringend. So, neue Luft. Alte Luft auffüllen. So, Essen haben wir in rauen Mengen. Eine Fackel vielleicht noch. Was brauche ich denn für eine Fackel, für eine normale? Fasern und Stöcker. Ah, da sind schon wieder Wölfe. Seht ihr, das meine ich. Die kommen dann echt im Minutentakt irgendwann. Die Fackel wird reichen. Wir brauchen nur ein bisschen Kohle für die Bodenfackel, würde ich gerne noch mitnehmen. So. Gut. Das Radar haben wir dabei. Zweite Flasche ist auch aufgefüllt. Ja. So what? Let's go. Locate Scan Zone on Map. Da oben! Wo ist das? Bei K3? Da oben müssen wir hin? WTF? Quatsch. Das wird ein langer Weg, Freunde. Ja, ich habe mir auch eine Armbrust gebaut. Glaube ich, im Moment hier die bessere Wahl. So.
Ach, jetzt haben wir auch wieder Lungenentzündung. Natürlich kommt jetzt direkt ein Sandsturm. Warum auch nicht? Mach mal die Fackel ein bisschen an für euch. Natürlich kommt jetzt der Wind. Also Mineralien hat man hier genug. Ich habe Kohle dabei, ne? Zum Befeuern von den Sachen. Natürlich schon hart, ne? Ich weiß halt nicht, wie gut wir uns da durchmackeln können, aber ich würde mich fast immer links halten wollen, tatsächlich. Ich habe nebenbei die Map offen, also nicht wundern. Okay. Sind die böse oder sind die lieb? Weiß noch nicht, ob ich das rausfinden möchte, aber ich... Oh, doch mal diesen lieb. Ja. Ich laufe auch extra langsam. Ich laufe extra langsam und fange an zu rennen, ey. Der Brüller. Also ich bin manchmal echt... unverbesserlich. Ich bin halt auch nicht die geduldigste, ne? Wir müssten aber auch ein paar Mal an Wasser vorbeikommen, tatsächlich. Oh, Leute. Das ist echt ein langer Weg. Wir sind bei L8. Okay. Ja, wenn es gleich der Sturm um ist. Guck mal oben, das geht schon wieder zurück. Und meine Lungenentzündung in 200 Sekunden um ist. Nee. Nee, 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 nee. So, das hier müssten jetzt wie Oasen sein. Halt jetzt echt die Frage, wo bin ich? Ja, nach links ist schlecht. Wir müssen nach L7 hoch, ja. Wir müssten geradeaus. Hallo. Oh, ich bin angespannt wie ein Regenwurm, Freunde. Die ist noch voll, gut. Oh, hier ist es richtig schön, oder?
Wir müssen aber hier durch. Noch 90 Sekunden, ich habe die Lungenentzündung überwunden. Nochmal Ziegen. Die sind nicht das Problem. Aber wir haben uns diesmal auf jeden Fall, also ich bin der Meinung, ich habe mich gut ausgerüstet. Ah, hört ihr, was ich höre? Da hinten. Wölfe. Wüstenwölfe. Okay, die tun mir schon mal nichts, die Antilopen. Ich müsste nur auch ganz kurz mal irgendwie ein bisschen auf die Map gucken. Also Map gucken wäre schon echt toll. So, L6. Wir sind bei L6. Wäre schön, wenn wir hier uns links an diesem Gebirge entlang... Da müsste gleich noch mal Wasser kommen. Und dann links am Wasser entlang. Ich will nur auch nicht zu schnell rennen. Also wenn hier irgendwo Wölfe sind... Oder anderes Getier. Musst du noch mal kurz auf die Map gucken? L6. Genau da müssen wir hin, hier oben in die Mitte. Okay. Mag die Armbrust. Ich bräuchte eigentlich nur den Pfeil. Dankeschön. So, hier links ist die Oase. Gut, die haben Angst vor mir, das ist gut. Dann haben wir im Moment als Gegner erstmal nur die Wüstenwölfe. So, und die Folge ist auch rum. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Jenen sind das. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.